zieh nur schnell die Hand daraus. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfung. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Hatte kein Händchen für. Machen wir es besser. Da unten, da ist etwas. Mhm. Eimer. Wasser. Okay. Wo kriegen wir Wasser her? Was jetzt? Wo das kriegen sieht mir doch schon mal her? Sehr verdächtig aus. Arr. Links, ja, ja genau, hier, runter. Da. Kalt. Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Oh, da drüben? Ja. Yep. Nur da drüben. Bitteschön. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Mach das. So. Mal sehen, wofür die Räder sind. Jesus muss in die Mitte. Hey, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Also Jesus ist momentan rechts unten. Welcher ist welcher? Ja. Dismas ist links. Boah, welcher ist. Das war, dann ist das kleine Weiße wahrscheinlich Dismas, oder? Genau, schwarz ist. Das weiße Kreuz Dismas. Okay. Sagt er gerade. Das schwarze ist gestern. Ah, sagt okay. Er gerade. Das heißt, das schwarze muss nach rechts. Also. Ah, genau. Ja, das hätte ich aber selber. Hey Sam, war Dismas links von Jesus? Ja. Ja. Hm. Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das hab ich auch. Jerk Thief. Cool, I just hang here. You guys have fun. We receive the due reward for our deeds. Today you will join me in paradise. Cool, I just hang here. You guys have fun. Ich finde dieses Notizbuch so cool. Wait, what? Oh. Yeah. Wait, what? To Sigil. What's he doing in Scotland? For those... Oh, das ist vom Startbildschirm. Siehst du? Oh, Tatsache. Ja, so ähnlich. For those who prove worthy, paradise awaits. For those who prove false, behold your grim fate. Mhm. Not very good. Mhm. Not very good. Not a real poet. Aber wo muss dann... Ach, aber... Lass mich raten. Der Wassereimer muss gleichzeitig nach ganz oben. Wahrscheinlich. Ja, genau, da, siehst du. Das ist aber gar nicht mal so schwer. Das machst du, weil ich kann sowas nicht. Ja, ich mach's ja schon. Das ist auch mein Gedankengang, den ich machen werde. Du musst den Wassereimer noch vertikal nach unten bringen. Eins weiter drehen? Nö. Also den kriege ich jetzt. Das ist halt blöd. Den muss ich jetzt hier hin drehen. Weil wenn wir den jetzt... Perfekt. Hey, oben hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Das haben wir auf jeden Fall schon mal. Okay. Ups. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. So. Ich wollte... Ja. Noch zweimal? Nee. Doch. Ja, doch. Dann den anderen auch zweimal. Dann kannst du das eine Rad so weit drehen, bis sie alle richtig sind. Müsste funktionieren, oder? Das kriegen wir schon hin. Ja, genau. Ja, passt. So, und dann drehen wir das noch. So. Okay, das muss es sein. Yep. Finden wir es raus. Meine? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Zu nett, Sam. Natürlich. Zu nett. Kein
das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Noch. Vielleicht ist das nicht der einzige. So, was hat in unser Tagebuch drin stehen? What? What reaching into that? Thing felt like... Nasse Katze. Was zur Hölle? Oh, so Mann. Gut. Die Zeichnung, ey. Leberwerbe. Was? Entschuldigung. Leberwerbe? Ich kann sagen, dass du doch bitte links lang. Leberwerbe. Oh Gott. Ich schwöre, ich habe keinen Alkohol getrunken, bevor ich hier gekommen bin. Natürlich, natürlich. Ich schwöre es. Aha. Dieses Mal nicht, oder? Nein, heute nicht. Okay. Hast du einmal ums Eck. Ich will aber mal schauen. Nichts. Ah. Okay, oder das hat so. Irgendwie nicht geklappt. Warte, ich lass mich ein bisschen runter. Ich glaube, die ist gar nicht daneben. Ich kann mich nicht weiter runterlassen. Das ist das Weiteste, was geht. Dann müssen wir uns halt abräumen. Und auf den Kabel einziehen. Beim genau. Staubsauger drücken. Genau. Da kommen wir, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Ohne Verraterwand, ne? Ohne weiteres. Ohne weiteres. Ja, schon ohne klar. Weiteres. Ohne weiteres. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Hey, ich habe da so ein Gefühl. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Ich warte noch auf was ganz Bestimmtes. Ich warte nicht mehr lang. Auf was wartest du? Ich sag's dir nicht. Das finde ich nett. Also nichts, was ich, was Spiel, was direkt spezifisch für den vierten Teil wäre, aber was spezifisch für, soweit ich weiß, jedes Uncharted-Spiel ist. Okay. Das Spiel ist ja noch nicht sehr weit. Kann ja noch viel kommen, Lukas. Ja, stimmt. Welches Kapitel sind wir? 7? 6, glaube ich, dachte ich. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel es gibt. Ich auch nicht. Ein paar. Bestimmt. Ein paar gibt's schon. Aber die Kampagne hat angeblich, zumindest laut GameStar, um die 15 Stunden. Jaja, was anderes habe ich nicht erwartet. Das ist aber auch super geil. Pass auf dein. Ich pass auf meinen auf. Sehr gut. Da muss es doch irgendwas geben. Zum Beispiel ein Roundabout. Round, round, running, round, do 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 do. Round, round, running, round, bip-bip-bip-bip-bip. Yay. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Oh, dann. Oh, wir sind unter der Kathedrale. Das ist nicht so toll. Nee, nicht so. Wahrscheinlich heißt das am Ende. Erster! Das ist aber auch gut, ohne sich richtig umzusehen. Einfach mal drauf loshüpfen. Klar. Oh oh. Ja, ziemlich oh. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Danke.
Ich sag ihnen, sie sollen dich warnen, bevor sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Klappst du? Streck. Welchen Anbau die wohl gesprochen haben? Dem hier? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Oh, ja, Argument. Oh. Irgendwie gehe ich von nichts Gutem aus. Warum? Glaubst du, es kommen Zombies? Nein. Für Uncharted typische Zombies. Was sind denn für Uncharted typische Zombies? Schon. Da hinten, Schatz. Ja. Entschuldige bitte. Und was Garit, ist das? Ein Ding. Nee, das ein ist so zum Aufmachen mit Fotos drin. Na dann. Oder irgendwas drin, zumindest. Perlmutthorn? Ja, sollte da. Oh, schön. Messing-Rasierschale. Ach, so eine Rasierschale. So viel zu Aschenbecher. Scottischer Happenny. Zinnkästchen singender Vogel. Oh, schön. Zinnkästchen. Das ist einfach nur. Okay. Der letzte Schatz, den man finden kann. Nein, natürlich nicht. Glaube ich irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich wird es mit jedem Kapitel erweitert, die Liste. Ich finde es so gut, wie sich das wohl. Muss natürlich erstmal nachladen. Klar. Ja. Okay. Oh, nö. Und. Wow. Mit Salto. Coolster Sprung im ganzen Spiel bis jetzt. Lukas, das kannst du nicht abstreiten. Das war 6 von 6. Nein, 5 von 7. Na, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wäre. Wie kommst du denn da hin? Okay. Aha. Ich bin fasziniert, wie schnell der so weit schwingen kann. Er hat die Arme ausgerissen. Ja, aber in die falsche Richtung. Rechts war nichts zu festhalten.